wunderschönen guten Abend, meine Freunde. Ich bin hier und begrüße euch ganz herzlich zum nächsten Part vom Amnesia hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich weiß, es ist schon... Ist heute ein Part rausgekommen? Nee, es ist schon über einen Tag her, dass ich Amnesia aufgenommen habe. Aber Leute, der Hype ist auf jeden Fall da bei mir und die Lust auch. Wo sind wir stehen geblieben? Wir waren in dem Zimmer von unserem Ehemann gewesen, mit unserem kleinen Kind, was sich gegen Schluss alles plötzlich aufgelöst hat. Und nun finden wir uns hier in dieser Höhle wieder. Haben wir noch Streichhölzer? Nee. Ich glaube nicht, oder? Schade. Heißt das jetzt, wir dürfen... Doch, wir haben 5 Streichhölzer. War Streichhölzer nicht? Ah, mit R. Tut mir leid. Hab das verwechselt gehabt noch mit Under. Aber jetzt sind wir wieder... komplett unterwegs. Ich frag mich, ob wir... Ja, doch... Ich habe mich gerade gefragt, ob wir in diesem Teil der Welt oder in dieser Welt auch können wir da nicht hochklettern? Irgendwelchen Monstern begegnen können, aber wir haben das ja im ersten Part schon gesehen gehabt und da waren wir auch in dieser Welt. Wieso kann ich nicht klettern? Okay, ich bin überfordert. Gucken wir nochmal. Ja, komm, mach mal ein Streichholz an. Bin ich jetzt aber verwirrt. Aber von hier sind wir doch gekommen, wenn es mich nicht täuscht, oder? Doch, von hier sind wir gekommen. Hä? Gibt es noch einen anderen Weg? Oh, nee. Hä? Warte. Sind wir nicht von hier gekommen? Oh, Leute, es wäre jetzt richtig peinlich, wenn ich plötzlich alles zurücklaufen würde. Oh, wir sind richtig. Okay. Habe ich so das Gefühl. Sind wir richtig? Also noch dunkler geht's ja echt nicht, oder? Oh. Was ist das denn? Oha, irgendein Schleimbau aus der Wand tropft. Ja, ich verstehe, was du meinst. Oh, mein Handy gerade am Eskalieren. Mach an, komm. Oh, ey, also manchmal sehe ich ja mit Streichholz fast weniger als ohne Streichholz. Oh, da müssen wir runter wahrscheinlich. So. Alles klar, jetzt haben wir wieder irgendwelche Wandmalereien. Ah, das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus, das Vieh. Was war das? Klettern aber auch immer tiefer hier, hä? Huh? Ich muss unbedingt gucken, dass ich mich besser umschaue. Ich brauche mega die Streichhölzer, ohne Scheiß. Oh, da ist der Affe. We should clean him, stitch him up. He is so tattered. Oh, my heart. What is it? Alice, we have a sister. I'm pregnant. Oh. Oh, wir sind schwanger. Alles klar. Jo, das macht's nicht gerade einfacher. Können wir da hoch? I remember telling him in Paris. The expedition. We nearly didn't come because I was
schwanger. I am going to have another child. Oh, das wird es jetzt nicht einfacher machen. Ich kann mir richtig vorstellen, dass das noch ein Problem geben wird. Schade. Also schön für sie, aber das wird einige Probleme aufwerfen. Boah, es sieht aber richtig gut aus hier mit diesen unterirdischen Tunneln. Hä? Da ist einer. Selim? Nee, das ist ja eh nicht, oder? Das wäre jetzt zu einfach. Als ob, ist er das? Selim, no, please, my love. I'm here. I'm here now, please. Stay for me, please. My heart. Heal my heart. What do I do? What do I do now? We're supposed to find you. Okay, wie ist der denn jetzt einfach gestorben? Was haben wir denn hier? Eine Lampe? Oh, die können wir richtig gut bauen. Und einen Brief. Ich weiß, dass ich nicht überleben werde. Es tut nicht mehr weh. Ich habe dich verloren, Tessie. Aber nur vorübergehend. Ich weiß, dass du entkommen wirst. Du trägst etwas so Wertvolles in dir. Bleibe am Leben, Tessie. Lebe für das Kind. Lebe und sei frei. Und eines schönen Tages werden wir alle wieder vereint sein. Denke daran, du bist mein Herz. Also der ist jetzt... Scheiße, der ist echt gestorben. Okay, warte mal jetzt. Lampe. Eine Öllampe in der Nähe von Salims Körper gefunden. Oh, nice. Okay, die kann uns schon mal richtig weiterhelfen. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Schade, okay. Oh, was ist hier los? Ah, mit F. Okay. Oh, wir müssen hier raus. Und jetzt links oder rechts? Links. Lauf, lauf, lauf. Komm, steh wieder auf. Nimm sie. Irgendwo. Live for the child. Ja, Come on. There's got to be something you can do. Okay, hier lang. What? Hello? Is someone there? Oh Mann, wir folgen besser dem Licht. Und Ausgang. Raus hier, los. Her word for him. Ja, wir sind endlich draußen. Salim mussten wir jetzt leider zurücklassen. Dafür haben wir aber die Öllampe bekommen. Ich würde sagen, ein fairer Tausch, oder? Nein. God in heaven, Salim. Look where we are. What am I going to do? Boah, schöne Aussicht. Just look at me. Halte X gedrückt, um nach dem Baby zu sehen. Okay, damit können wir anscheinend den Herzschlag überprüfen. Lebe für das Kind, ja.
So. Was ist denn unsere nächste Aufgabe? Haben wir... Oh, hier haben wir noch was. Ha? Guck mal hier. Das Zeug können wir halt alles nicht gebrauchen. Das liegt da einfach nur rum. Eine Burg oder irgend sowas. Oh Gott, we were so close. Zeig mal. Salims letzte Notiz. Das ist das, was wir vorgelesen haben. Aufgaben. Ah, okay, hier haben wir die Burg. Im Aufgabenbereich deines Skizzenbuchs J siehst du dein aktuelles Ziel. Okay, jetzt zeigt uns einfach, dass wir dahin müssen wahrscheinlich. Das sind diese einzelnen Bilder, die wir vorhin gesehen haben. Ich stöber mal kurz hier durch. Erinnerungen, die haben wir noch nicht freigeschaltet. Und Notizen ist eigentlich die Sachen, die wir schon kennen, ne? Ja, okay. Ja, okay, wir haben kein Öl mehr in der Lampe. Brauchen wir unbedingt. Guck mal, können wir da, oh, können wir da hin? Ein geheimer Platz vielleicht, hä? Was haben wir denn hier Schönes? Ja, Streichhölzer. Nice. Also, dann lasst uns mal das Gebäude da oben untersuchen. Ah, so ein Stofffetzen. Wenn du dich so duckst, drücke Control, bevor du wohin hinunterfällst, wird dein Fall gedämpft. Ach so, sie rollt sich dann so ein bisschen ab. Oder tut sich so ein bisschen abfedern. Alles klar. Jo, ich find's halt krass, dass man irgendwie trotzdem dieses Offenheitsgefühl hat. Guck mal, ich meine, man kann hier nach rechts und nach links. Wobei ich glaube, da kommen wir fast nicht durch, oder? Das sieht verschlossen. Ah, da kommst du da auf dieselbe Seite. Ja gut, okay. Don't worry, Jonathan. Supplies, water, a map. There'll be something. Even if there's no one home. Lycos will have gathered supplies. Bitte. Schauen wir mal, ich nehme mal an, wir müssen fast von... Ah doch, da ist eine Tür offen, guck mal. Weg da. Und tschüss. Ja, komm, das kann man noch wegtun. So. Oh, was haben wir hier? Die Legion ist wie unser Papa. Wenn wir ungezogen sind, schmiert sie uns eine. SGT vor mir ist ein Wüstling. Ah, Sergeant, wahrscheinlich. Also, was haben wir hier? Aufmachen. Schön. Streichhölzer. Bleistift brauchen wir nicht. Haben wir noch ein paar Fotos, wo wir angucken können? Das sind echte Fotografien, ne? Kommt mir so vor, zumindest. Oder sind das Zeichnungen? Was haben wir hier noch? Ne. Und das da? Tschüss. Ein Kompass, ein Alter. Ah, hier haben wir nochmal so eine Zeichnung. Bewege die Maus im Kreis, während du ein Rad hältst, um es zu drehen. Jo. Habe ich ja, oder? Ist offen? Ah, ich muss langsamer machen. So. Ah, ich will da raus! Ah. Oh, was haben wir denn hier noch Schönes? Ein Zahlencode. Okay. Eine Flasche Rum. Ja, okay. Gut, dann gehen wir mal gucken, was uns da drin erwartet. Wollen wir jetzt trotzdem doch mal schnell hier links schauen, was da ist, bevor wir da durchgehen? Machen wir schnell, gell? Nicht, dass wir irgendwas verpassen oder... ein Skorpion. Kann der uns stechen? Nee. Guck mal hier. Vielleicht finden wir noch ein paar nützliche Sachen. Ah. Und dort erzählte Hakim die Geschichte des einheimischen Stamms, der Kel'Anan oder Hanan. Sie waren Tuareg, die den Islam verweigerten, denn ihre eigene Vorfahren Tin Hinan
Bringerin von Heilung und Fruchtbarkeit, war durch den Sand gegangen und wie konnte sie leugnen, was sie mit eigenen Augen gesehen hatte? Es wurde gekämpft, wie auch sonst immer in solchen Angelegenheiten. Aber die Kehle Hanan waren wohlhabend und schlossen Frieden durch den Handel mit Salz und Fleisch. Okay. Also ein bisschen. Ui, das meine ich. Haben wir noch? Was ist da noch drin? Nix. Was heißt das da? Na gut, ich könnte es anzünden, aber will ich ja gar nicht. Lieber ein bisschen noch Öl für meine Öllampe haben. Nix, ne? Ah, gut, okay. Da oben wird nichts sein. Aber wir konnten da hinten, glaube ich, noch rechts gehen, ne? Das will ich auch noch schauen. Ich beeile mich ja schon, Leute. Komm, stress nicht so. Guck mal hier. Alles erkunden. Das haben sie am Anfang gesagt. Ich probiere es zumindest. Oh. I'm from Sudan, Mr. Sterling. This is Algeria. It might be Tin Hinan, the mother of the Tuareg. It's a strange style, though. Aber hier was? Was ist das da? Sieht aus wie so eine Stimmgabel oder so? Keine Ahnung. Ja, das will ich nicht anzünden. Ich will meine Streichhölzer nicht verschwenden. Wenn ich wüsste, was passiert, wenn ich das anzünde, aber es bringt uns ja nichts. Es ist ja hell hier drin. Ich hoffe es zumindest. Also, dann gehen wir durchs Tor. Mindestens eine Packung Streichhölzer haben wir gefunden. Hat sich gelohnt. Nicht mehr weit. Da ist wieder das Licht. Ist das jetzt feindlich? Eine Anomalie. What in God's name? Warte mal. I've seen that thing before. I'm sure I have. Hm. Fuck. I wish I could remember. Na, das kommt schon noch. Boah, von Weitem sah das nicht so groß aus. Das ist ein richtiges Schloss. Dann können wir noch da unten schnell gucken. Aha. Oh. Ein Brief. Jonathan Weber, Ingenieur. Papiere, British, braucht ein Visum. Reist von Graydon mit uns. Jonathan ist der Ingenieur, auch von Triple Crown angeheuert. Haben uns in London getroffen, hat an vielen Projekten gearbeitet, aber nie außerhalb Englands. Netter Typ, aber wie ein aufgeregter Welpe. Will unbedingt das richtige Afrika kennenlernen. Kommt bestimmt gut mit Tassie und Eva klar, aber muss dafür sorgen, dass Leon ihn nicht überfährt. Also ein bisschen ein aufbrausender Typ. Ah, Jonathan's great. The first time out in the world and everything's a wonder. It's like having a kid along. Oh, jeez. Sorry, Tassie. Oder anstrengend vielleicht. Aufbrausend ist vielleicht jetzt gerade das falsche Wort. Was haben wir denn hier? Oh, da ist schon wieder diese komische Zeichnung. Irgendwelche Menschen, die von irgendwas getötet werden. Schau mal her. Willkommen am Ende der Welt. Rest of you, hold tight here. Won't be long. Tazi, what's the sign say? My French is piss poor. Just that they were a long way from home. Wieso Französisch? Es steht ja auf Englisch dort. Hm, okay. Haben wir hier noch was? Geh mal weg. Komm. Mal hier ein bisschen gucken. Haben wir hier nichts? Oh, da ist wieder was. Leute, es lohnt sich wirklich, glaubt mir. Jetzt haben wir sicher schon einige Streichhölzer. Zeig mal her. 10 Stück. Ah, wir können gar nicht mehr. Hm, werden langsam zu schwer. Ne? Zu viele Streichhölzer. Precious jewel, and look at you. Ich finde diese kleinen Erinnerungsfragmente finde ich cool zwischen den Ladeszenen. Das gefällt mir. We were here. I remember being scared. Why?
Was mich wirklich mega interessiert ist, wenn wir das alles schon hier... Wenn wir das alles schon mal... Wenn wir schon mal hier waren, wenn wir schon mal langgelaufen sind mit unserem Salim und keine Ahnung mit welchen Leuten, wie sind wir dann wieder zurück ins Flugzeug gekommen? Sind wir durch die Zeit gereist oder so? Aha. Wie sind wir wieder zurück ins Flugzeug gekommen? Was haben wir in der Wasserpumpe hier? Warte mal. Ah, bringt nichts mehr. Ah. Ah, ich will die. Oh, schade, ich dachte, ich kann die hochheben kaputt machen. Oh, wie, es passiert jetzt was. I'm just not thirsty. I should be, I know, but I don't think I can stomach it. Okay, auch speziell, ne? Mitten in der Wüste und kein Durst. Ich frag mich, ob wir... Nee, wir sind... Ich mein, ob wir vielleicht gelöst sind von unserem Körper, irgendwie sowas, aber ich glaub's fast nicht. Dann wird das uns mit dem Kind nicht übereinstimmen, oder? Dass wir schwanger sind. Dass wir wie so eine Art Vision nochmal durchleben. Komm ich hier rein?